Der Esslinger Bahnhof ist nun offiziell barrierefrei. Vertreter der Stadt, des Landes und der Deutschen Bahn haben den umgebauten Bahnhof gestern feierlich eröffnet. Nach mehr als 2 Jahren Bauzeit gibt es nun ein neues Wegeleitsystem für Sehbehinderte und eine modernisierte Unterführung. Außerdem sind die Bahnsteigkanten jetzt 76 cm hoch, sodass Reisende bequem in die Züge einsteigen können. Die Kosten in Höhe von 5 Millionen Euro teilen sich die Stadt Esslingen, die Deutsche Bahn und das Land.